Sehr geehrte Frau Ministerin Aigner, Herr Bürgermeister Schmidt, sehr geehrter Herr Dirks, natürlich sehr geehrter Herr Präsident Herrmann und sehr geehrter Professor Breu. Meine sehr geehrten Damen und Herren, auch ich freue mich natürlich sehr, Sie hier heute alle begrüßen zu können. Die Auszeichnung unserer Unternehmertum als Digital Mobility Hub ist eine ganz großartige Sache. Ich bin stolz und ich bin zuversichtlich, dass wir heute gemeinsam ein weiteres Fenster zur Mobilität der Zukunft öffnen können. Gerade hier in München versprechen wir uns sehr viel von der Mobilität der Zukunft. Bei uns hat der Verkehrsknoten gerade eine ganz neue Bedeutung bekommen. Ich weiß nicht, wie lange Sie heute Morgen hier zu den Highlight Towers gebraucht haben. Unsere Stadt ist die schönste, aber deshalb wohl leider auch die verkehrsreichste Stadt Deutschlands. Das belegen die neuesten Daten der internationalen Staustudie Traffic Scorecard für 2016. Wir haben in München das höchste Stauaufkommen aller Städte in Deutschland. Zu Stoßzeiten stecken Autofahrer hier länger als eine gute Arbeitswoche, nämlich 49 Stunden im Jahr, im Stau. Damit verbringen Autofahrer durchschnittlich 25% ihrer Fahrzeit während der Stoßzeiten im stehenden Verkehr. Meine Damen und Herren, das ist wirtschaftlich und ökonomisch nicht vertretbar. Es ist eine erschreckende Vergeudung von Ressourcen, von Zeit, von Geld, natürlich auch von Energie. Es ist ineffizient. Daher wird es höchste Zeit, dass die Chancen und Möglichkeiten der Digitalisierung nun auch auf die Straße gebracht werden. Wir brauchen eine Verkehrswende, auch im Sinne einer neuen Lebensqualität in den Städten unserer Welt. Der neue Digital Mobility Hub gibt uns hier die Möglichkeit, die Mobilität der Zukunft als Verkehrswende mitzugestalten. Hier in München, in Bayern, in Deutschland und natürlich weit darüber hinaus. Erstmalig arbeiten unter hervorragenden Bedingungen alle Akteure im Bereich der Mobilität zusammen. Autobauer und Mobilitätsdienstleister, Zulieferer, Start-ups sowie ihre Partner aus der Wissenschaft, der Kommunen und der Digitalbranche. Wir bündeln unsere Kräfte. Denn nur gemeinsam wird es gelingen, am Standort München ein weltweit führendes Experimentier- und Testumfeld für urbane Mobilitätskonzepte aufzubauen. Ein regionales Hub-Ökosystem vernetzt die Unternehmen und kann wie ein Entwicklungsbeschleuniger die digitale Transformation voranbringen. Ein wichtiger Treiber dieses Prozesses wird auch unsere Digital Product School sein. Die erste Initiative des Mobility Hub startet bereits in wenigen Wochen bei einem dreimonatigen Trainingsprogramm für digitale Produktmacher hier in den Highlight Towers mitten in Schwabing. Meine Damen und Herren, die komplette Transformation des Straßenbildes zu Henry Fords Zeiten dauerte 13 Jahre. Kutschen wurden von Autos abgelöst, in nicht mehr Zeit als einem Lidschlag der Menschheit. Lassen Sie uns also Neues denken und nicht nur das Vertraute verbessern. Die Digital Product School sollte ein Ort werden, an dem über das Bestehende, über das Bekannte hinaus gedacht wird. So ist auch das Programm im Center Watson Internet of Things angelegt, an dem Wissenschaftler der TU mitwirken. Pro Jahr werden in der School über 100 Product Manager, Softwareentwickler, Interaction Designer und Spezialisten für künstliche Intelligenz zusammenarbeiten. Sie kommen aus Hochschulen, Forschungseinrichtungen und Unternehmen. In gemeinsamen Praxisprojekten wenden sie innovative Entwicklungsmethoden an. Und dabei werden spannende Lösungen für alle möglichen Herausforderungen gefunden, sicher auch solche, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können. Meine Damen und Herren, ein letzter Punkt. Wer von Ihnen bereits im Silicon Valley war, kennt Sie die kilometerlangen Staus an der Westküste der Bucht von San Francisco. Selbst hier, in der angeblich innovativsten Region der Stadt der Welt, steht der digitale Fortschritt im Stau. Wie wäre es, wenn wir in München mit unserem Digital Mobility Hub zur Abwechslung mal Lösungen für die Probleme im Silicon Valley finden. Die Chancen bestehen.
von meiner Seite ausdrücklicher Dank an alle Enabler des Mobility Hub, an die Initiatoren der Digital Hub Germany Initiative, an das Bundeswirtschaftsministerium, das Verkehrsministerium und den Bitkom. Und ich danke auch Ihnen, Frau Ministerin Aigner, für die Unterstützung dieses Hub Mobility. Und bin auch zugleich froh, mit dem Zentrum Digitalisierung Bayern, der Stadt München und der TU München kompetente und engagierte Partner an der Seite zu haben. Mit Frau Kirstin Hegner-Kordes konnten wir eine erfahrene Frau aus der Mobilitätsindustrie gewinnen. Sie wird die Kräfte partnerschaftlicher Interessen heben. Mit Audi, BMW, Daimler, IBM, Nokia, SAP, Stadtwerke München sowie ADAC, Adidas, Infineon, MAN und dem TÜV Süd werden wir den Mobility Hub zu einem international sichtbaren digitalen Ökosystem entwickeln. Und gemeinsam mit Thorsten Dirks bin ich natürlich der Überzeugung, dass die Menschen bald nicht mehr ins Silicon Valley pilgern werden, sondern nach München fahren. Warum? Ja. Klar, vor uns stehen sie dann nicht mehr im Stau.